bei Stuttgart. Wir machen heute ein Video über Massage beim Hund. Und da seht ihr mal den Yoshi, das ist mein Hund. Die Athena schaut sich das von oben zu, ob wir das richtig machen. Und ja, ich möchte euch heute mal zeigen, wie man einen Hund massieren kann. Also ein Hund, der jetzt keine Probleme hat, er ist noch jung, er hat momentan keine Schmerzen, ein Stück weit Verspannungen, beziehungsweise genießen kann man das immer, ne? Das ist kein Thema, egal in welchem Alter. Gut, Frage, klar. Wann massiere ich einen Hund? Ein Hund? Bis wie, musst du uns ja gleich zeigen. Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Genau. Brauche ich jetzt einen Liter Massageöl? Nein. Oder worum geht's? Ich meine, der wird es jetzt mit Sicherheit genießen. Was ihr braucht, ist nicht viel. Also ihr braucht einen Hund. Ihr braucht zwei Hände. Du machst jetzt weiter, ich verziehe mich dann nach hinten und dann alles weitere by doing. Okay, alles klar. Also. Genau. Also ihr habt den Hund, den könnt ihr entweder auf den Boden legen, wenn euch das lieber ist, sollte nicht ganz so weich im Untergrund sein, also nicht unbedingt im Bett. Ist beim Mensch auch so, weil dann einfach die Massagewirkung ein bisschen durch dieses ständige Abfedern vom Bett ein bisschen gehemmt wird. Also am besten ist ein harter Untergrund und dann aber eine Matte oder sowas, dass der Hund bequem liegt. Kommt immer auf den Hund an. Er hat es bequem, wie man sieht. Er findet es auch ganz gut. Der Yoshi wird sich lieber aufbauen lassen. Ja, dann könnt ihr selber zu Hause verwenden. Entweder ein Rotlicht, wenn ihr sowas zu Hause habt, oder Kirschkern bzw. ein Dinkelkissen. Dass der Yoshi wieder essen möchte, der kleine Kasper. Einfach warm machen in der Mikrowelle, wie für ein kleines Kind mit Bauchschmerzen hat oder so. Ne? Ihr könnt es dann auf den Hund legen. So, Schatz, das lässt sich mal. Genau, also zum Beispiel, wenn der jetzt Probleme am Nacken hätte, einfach ein bisschen auflegen. Wenn er es lässt, ist nicht bei jedem so. Ne? Und dann könnt ihr da das ein bisschen vorwärmen und dann geht es dann im Prinzip auch schon los. Der Yoshi blödet ein bisschen. Der Yoshi macht das halt zum ersten Mal. Ja, also am besten fangen wir immer hier am Nacken mal an. Da sind die meisten Hunde auch relativ verspannt. Da könnt ihr einfach richtig schön rein, das Ganze ein bisschen auswinden. Vorsicht, wenn euer Hund Schwalbeherzprobleme hat, dann bitte erstmal abklären beim Tierarzt, ob ihr überhaupt sowas machen dürft, weil das Ganze ja auch ein Stück weit kreislaufanregend ist. Das Gewebe wird dadurch mehr durchblutet durch die Aktion. Und natürlich wird es auch entspannt, aber da passiert ja schon ganz schön was in so einem Hundekörper, wenn ihr da richtig loslegt. Ne? Und dann ist es wichtig, dass wenn das Tier jetzt wirklich Erkrankungen hat, auch Tumore natürlich, ist natürlich absolute Kontraindikation, da dran zu manipulieren. Wir wollen ja nicht, dass die weiter wachsen. Das heißt, die dann aussparen. Wenn euer Hund jetzt irgendwo am Bein ein Lipom oder sowas, ein kleines Fettgeschwür oder so, das ist dann schlimm, um Gottes Willen. Dann könnt ihr natürlich trotzdem am Nacken massieren, aber jetzt nicht gerade an der Stelle, wo das dann im Endeffekt sitzt. Frage, beim Menschen weiß ich so ein bisschen, da massiert man immer herzwärts. Ist das bei Tieren genauso, wegen den Venen und so? Ja, also wenn man jetzt ein bisschen Lymphdrainage noch mit dabei haben will, dann sollte man herzfern beginnen und dann eben sich zum Herz vorarbeiten, so wie du gesagt hast im Prinzip. Dann macht man das hinten erstmal und dann hier so ganz nach oben. Wenn der Hund jetzt nichts hat, so wie er und auch als Kreislauf technisch fit ist und jetzt nicht dieser Auspresseffekt, sag ich mal, in der Lymphdrainage erwünscht ist, dann fange ich in der Regel immer oben am Kopf an. Beziehungsweise beim Krankenhund auch schmerzfern. Ja, also hat der Hund jetzt zum Beispiel Probleme an der rechten Schulter, dann versuche ich, dass ich den erstmal auf die andere Seite lege, dass wir dann mal links anfangen. Ja, und dann erstmal links vorne machen, dann links hinten und dann drehen wir den Hund und dann fangen wir wieder hinten an und gehen dann zum Schmerzbereich vor. Hat den entscheidenden Vorteil, dass der Hund natürlich nicht gleich denkt, okay, jetzt fängt die gleich im Schmerzgebiet an, sperrt dann total oder steht im schlimmsten Fall auf oder schnappt. Kann ja auch mal sein, wenn der Hund natürlich dann, er muss ja erstmal lernen, dass es jetzt angenehm ist und dass ihm das hilft. Ihr dürft ja nicht vergessen, kennt ihr vielleicht von euch selber, Verspannungen können echt schmerzhaft sein. Also wenn da so richtig was los ist, dann kann es schon mal sein, dass die wirklich ausschlafen, auch nach dem Besitzer. Deswegen, da müsst ihr immer ein bisschen gucken. Genau, also so haben wir uns ein bisschen Nacken geknautscht. Das findet der Yoshi auch ganz angenehm. Na, mein Buch? Ja, ne? Bisschen Ohren mitklauschen. Genau. Da haben die meisten Hunde recht viel Fell. Der Yoshi hat sehr viel Fell. Der wächst ja auch noch ein bisschen rein in sein Fell.
dann könnt ihr euch ein bisschen vorarbeiten. Am Rücken entlang, mal ganz vorsichtig, wie der Hund es findet. Das mache ich immer ganz gerne, um ein bisschen zu testen, wo da diese ganzen Verklebungen sind. So ein, zwei, drei Mal könnt ihr das machen, einfach neben der Wirbelsäule, ganz wichtig, nicht auf der Wirbelsäule. Ihr seht schon, er findet es sehr gut, der Yoshi wird ganz schön lang. Ja. Komm, Schatz, bringst du wieder zurück? Na komm, was? Hey. Ups. Ja, genau. Jo, hat mich ein bisschen beleidigt. Genau, und dann machen wir weiter, ganz entspannt. Das könnt ihr auch zu Anfang machen, wenn ihr den Hund jetzt gar nicht kennt, aber wenn es jetzt eure ist, ist es etwas anders. Schön ausstreichen, also einfach mal den Kontakt. Immer schön eine Hand dran lassen. Schön bis zu den Füßchen runter, bis zu den Pfoten. Die schön jetzt neben dem therapeutischen Aussehen und für die Menschenbeziehung. Ja, natürlich. Also wenn ihr jetzt einen Hund habt, wie er zum Beispiel, er ist seit drei Wochen bei mir. Ist auch ein bisschen ängstlich am Anfang gewesen, hat sich schon viel gebessert, aber ist jetzt auch ein Hund, wo man sagt, okay, da kann man auch viel und muss man auch viel mit ihm arbeiten. Und wenn ihr jetzt einfach auch Hunde habt, wo ihr sagt, okay, ihr wollt da auch ein bisschen was mit dem Hund machen, da ist er nicht immer nur spielen und Blödsinn machen, gemeinsam auch mal sowas. Und fördert natürlich auch das, dass ihr einen Hund überall anfassen könnt, was ja auch wichtig ist. Ne? Es gibt ja wirklich Tiere, die lassen sich nicht gerne an den Füßen anfassen und so. Und so kann man das denen wirklich ein bisschen beibringen, dass man sagt, hey, schau mal, das ist alles gar nicht so wild. Ne? Müsst ihr halt langsam vorgehen, wenn das dann kein Kandidat habt, der das nicht mag. Genau, dann habt ihr jetzt ein bisschen Ausschreibungen gemacht, nennt man das, ne? Dass ihr den ganzen Hund jetzt hier auf der Seite, wo er nicht drauf liegt, einfach mal komplett berührt habt. Das ist auch für sein Körpergefühl gut. Das seht ihr ja schon, der macht auch ein bisschen die Augen zu, also findet er ganz angenehm. Finden alle gut eigentlich, ja. Außer eben, wenn sie wirklich Probleme mit dem Schmatzen haben, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen. So, genau, und dann könnt ihr euch einige Gebiete dann vornehmen, wo ihr sagt, okay, ich möchte jetzt die großen Muskeln, also da haben wir zum Beispiel hier an seiner Schultergürtelmuskulatur, hier haben wir relativ viele Muskeln, dann haben wir hier hinten natürlich an den Hinterbeinen noch ordentlich was hängen, okay, Pusse. Genau, also das wären die großen Muskelgruppen, dann haben wir den Nackenbereich, den habe ich euch vorher schon gezeigt, Rücken, wie gesagt, ganz wichtig, immer neben der Wirbelsäule. Und dann könnt ihr jetzt eben diese einzelnen Gruppen noch angehen, also hier zum Beispiel, es gibt ja viele verschiedene Massagetechniken, da könnt ihr jetzt einfach hergehen und mal so ein bisschen euch reinspüren in das Ganze, wo ist denn die Muskulatur und wo fangen die einzelnen Muskeln denn an, wisst ihr ja natürlich alle nicht auswendig, müsst ihr auch nicht können dafür. Und dann einfach so ein bisschen hier die Brustmuskulatur hier unten, na, wenn er hier so reingeht, da ist dann die ganze Brustmuskulatur beim Hund und dann eben das am Vorderbein, dann merkt ihr hier so, dass das Schulterblatt hier alles außenrum, dann sind wir hier am Ellbogen, hier haben wir dann die ganzen langen Muskeln an den Beinen runter. Genau, und dann sind wir am Karpalgelenk. Ihr könnt da auch immer ein bisschen drauf achten, wenn ihr dann eh schon am Massieren seid, dass ihr sagt, okay, von der Temperatur her, na, wie fühlt sich das Tier da an? Ist es irgendwo heiß, zum Beispiel am Gelenk? Das ist dann auch immer ein Zeichen oft dafür, dass Entzündungen da drin sind. Also da dann einfach ein bisschen aufpassen, dass er damit zu arg dann manipuliert. Das kann dem Hund natürlich dann auch eher schaden, als dass ihm was hilft. Also soll dann bitte lieber zum Tierarzt gehen, wenn er das Gefühl hat, der tut da was weh. Genau, dann können wir hier einfach grob ein bisschen einmal am Schulterblatt euch bewegen. Jetzt sind wir oben. Genau. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr hier einfach ein bisschen noch die einzelnen Muskeln, die großen, ohne jetzt auf Knochenvorsprünge zu kommen. Hier haben wir keine Knochenvorsprünge. Hier ist ja alles immer Muskelmasse beim gesunden Hund. Und da könnt ihr schön so mit ein oder zwei Fingern, je nachdem, wie groß eure Finger sind und wie groß der Hund ist, einfach so ein bisschen zirkeln, kreisen. Das sind so die einfachen Griffe. Es gibt da viele Griffe, die man machen kann. Das sind aber so die, wo man sagt, da kann man nicht viel falsch machen. Also von der Intensität, wie stark ihr da drauf drücken müsst, müsst ihr halt immer abhängig machen vom Hund. Klar, hat er viele Muskeln, geht es dem gut. Also er ist jetzt, wie gesagt, 11 Monate alt, er ist gesund, er hat nichts. Also bei ihm läuft er schon, ist jetzt auch ein großer Hund mit großer Muskulatur. Kräftige Muskulatur, so meine ich, große Muskeln, die wirklich auch gut ausgebildet sind bei ihm schon, weil er viel rennt und viel Sport macht. Da dürfte dann schon ein bisschen mehr. Das merkt ihr aber recht schnell, wie der Hund reagiert. Also wenn das sehr unangenehm ist,
unangenehm wird, dann zeigen die das in der Regel schon ganz gut. Genau, und dann könnt ihr dasselbe dann auch hinten machen. Wenn ihr fertig seid dann mit diesen einzelnen Muskelgruppen, dann einfach nochmal schön ausstreichen. Wichtig ist immer, dass ihr eine ruhige Atmosphäre habt, am besten irgendwo, wo der Hund nicht so im grellen Licht ist. Wir brauchen das Licht jetzt, damit ihr seht, was ich mache. Aber ihr braucht es so sehr nicht. Einfach das Ganze entspannt, ohne Zugluft und alles, dass der Hund es wirklich bequem hat. Das ist auch gerade bei älteren Patienten wichtig. Genau. Und dann sind wir jetzt hier am Hinterbein nochmal dran. Hier kann man dann dasselbe machen, also einfach mal noch so ein bisschen sich in die einzelnen Muskeln ein bisschen reinspüren. Kann dann von unten rangehen. Oder der Hund gibt euch auch das Beinchen, so wie der Yoshi das macht. Okay, mein Schatz? Jo. Ich glaube, wenn ich schön um die ruhige Atmosphäre kümmern und mal da oben nach dem Speier schauen. Ja. Aber wir können jetzt nochmal weitermachen. Furchtbar. Genau. Und dann könnt ihr hier schön an die Kniemuskulatur rangehen. Da auch nochmal gucken, ob das Ganze hier verspannt ist. Verspannte Muskulatur erkennt ihr übrigens daran, dass das Ganze einfach sich so sehnig anfühlt. Ne? Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das wirklich eine schöne, weiche Muskulatur ist, sondern dass es wirklich so richtig sehnig sich anfühlt, das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass es verspannt ist. Ne? Genau, das findet ihr wahrscheinlich auch ganz gut. So, und dann habt ihr das Beinchen, da könnt ihr euch dann ja, ein bisschen vorarbeiten, hier hinten in der Kniekehle sozusagen, wir haben auch noch ein paar Muskeln, die jetzt das auch immer recht gut finden, wenn man dann ein bisschen was tut. Einfach wieder leicht mit diesen Zirkelungen, ein bisschen kreisen. Ja. Das ist eine ganz gute Sache. Und in der Regel, wenn der Hund nicht gerade eine Sache im Kopf hat, entspannt er auch. Kann man hier schon fragen? Genau, und wenn er das Hinterbein so ein bisschen bearbeitet hat, dann könnt ihr das nochmal schön ausstreichen, wie vorne auch. Dazu könnt ihr auch auf die andere Seite gehen, wenn euch das angenehmer ist. Je nachdem. So, dann habt ihr schon mal eine Seite gemacht. Nicht vergessen, der Hund hat auch zwei Seiten. Der hat vier Beine. Deswegen müsst ihr den Hund natürlich dann auch drehen. Aha. Das ist klar. Und wenn er jetzt so im Platz liegt, ist es auch nicht so falsch. Dann können wir hier nochmal ein bisschen die ganze Nackensache ein bisschen angehen hier. Und einfach auch nochmal den Rücken, die Haut so ein bisschen abheben. Und dann versuchen, dass ihr hier so eine Falte kriegt. Das geht natürlich bei Hunden wie zum Beispiel französischen Bulldog oder bei Mops, die jetzt wirklich auch wahnsinnig viel Fell haben, sehr gut. Und glatter Hunde, die jetzt wirklich ein bisschen starres Fell haben, nicht ganz so. Kann man sehr gut Verklebungen feststellen und so. Wie gesagt, das wird den Spezialisten überlassen. Das müsst ihr alles gar nicht feststellen, was der Hund da hat oder nicht. Letzte was denn da? Da geht es ja nur darum, dass man sagt, okay, wenn man dem Hund ein bisschen was Gutes tun will, abends vielleicht, wenn man es sogar hat, ein schönes Kamin, und den Hund davor legt, dann ist das alles schön warm und dann kann man da in entspannter Atmosphäre ein bisschen dem Hund eben auch was Gutes tun. Die meisten kennen sie ja von sich selber, die natürlich dann auch mal eine Massage bekommen haben, das sagt man auch als Mensch natürlich nicht, nein, na. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie lange man sowas macht, das ist natürlich ganz unterschiedlich, kommt ein bisschen auf die Hundegröße an. Ja, der Yoshi ist nicht unbedingt ein kleiner Hund, wenn man das jetzt wirklich richtig machen will. Also, ja, ich sage jetzt mal, eine entspannende Massage, Viertelstunde, 20 Minuten kann die mal gehen, für beide Seiten, wohlbemerkt. Ihr müsst es halt vom Hund ein bisschen abhängig machen. Also übertreibt es nicht, natürlich, der Hund wird jetzt auch eine Stunde hier liegen bleiben, ist dann aber irgendwann kontraproduktiv. Also wirklich sagen, okay gut, ich mache die Stellen, wo es wirklich dann wichtig ist, ne, wo ich merke, da hat er ein bisschen Verspannung. Oder wenn ihr jetzt sagt, oh, der Hund hat halt ziemlich viele Sprünge gemacht, zum Beispiel nach einem Agility-Turnier oder nach einem Training auf dem Hundeplatz, dann ist es halt schön, wenn ihr wirklich auch guckt, okay, wo sind die Muskeln sehnig, was ich euch vorher erklärt habe, und dann halt wirklich gezielt die Bereiche macht.
Ihr macht immer den ganzen Hund mit diesen Ausstreichungen, aber ihr macht immer die einzelnen Bereiche, wo man sagt, okay, da ist es jetzt wirklich gerade schlecht. Das heißt, da wird es dann hauptsächlich behandelt. Ja. Das passt dann und da macht er dann auch eben dieses Dinkelsäckchen drauf, das der Hirsch zum Fressen gern hat. Ja. Gibt es Dinkel und gibt es einen Unterschied zwischen Dinkel und Kirschkern? Dinkel ist halt feiner, da hast du die Kernchen nicht ganz so groß wie die Kirschkerne, das passt sich besser an. Da kann er das auch, sagen wir mal, bei einem kleineren Hund, mein, er ist groß, ich habe verschiedene Größen, für ihn wird es auch ein größeres tun, je nachdem. Aber auch aufpassen, immer wenn ihr einen herzkranken Hund habt, nicht den ganzen Hund, also wenn ihr jetzt einen Chihuahua habt, legt ihr nicht bitte ein komplettes Kissen rum, weil es zum einen schwer und zum anderen ist es wirklich auch so, dass wenn der Hund dann komplett, das ist ja wie wenn ihr in der Sauna hockt dann im Endeffekt, ne? Weil der Hund ja dann wirklich so klein ist und das Kissen so groß. Also bei so einem großen Hund geht natürlich eins, dass er doppelt so groß ist. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel über ganze Schultergürtel legen wollt, wenn ihr das jetzt hier draufpackt, dann kann das gut bis da runter gehen, ist kein Thema. Ne? Jetzt bei der Athena, die da oben sitzt, ist es schon wieder so was anderes. Ne? Die ist jetzt ein mittelgroßer Hund und dann stellt euch jetzt nur, wie gesagt, einen kleinen Chihuahua vor, den habe ich gerade nicht da. Da wäre es nämlich nochmal was anderes. Ne? So, der Yoshi, der ist die Schnauze voll, der möchte jetzt gerne das Kissen apportieren oder fressen. Ja, die Athena ist auch fertig, genau, passt. Dann habt ihr jetzt mal ein bisschen eine grobe Vorstellung, wie so eine Massage aussieht. Zu den einzelnen Problemen. War's schön, Yoshi. Individualisieren, das ist jetzt nochmal ganz grob für einen wirklich sehr mal gesunden Hund, der nichts hat, einfach so ein bisschen was Gutes tun. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die Hunde auch beim Zugucken und ja, einfach nachmachen. Also, wir sagen ciao. Yoshi, sagst du auch tschüss? Smolle sagt Clementius. Was ist denn mit dem da oben? Der ist sicher völlig am Ende, oder? Der hängt und ist völlig am Sack, oder?